Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich befinde mich vor einer Expertenquest und ja, das wird toll. In der letzten Folge haben wir die letzten Parallelquests abgeschlossen. Yay, Party Hard. Und ja, wir sind gerade, warte mal, wir haben jetzt gerade 1.05 Uhr am Donnerstag. Und das heißt, wir haben jetzt Freitag. Das heißt, ich kann endlich mal dich ansprechen, oder? Hey, endlich, jetzt ist Freitag. Ich warte schon eine ganze Woche darauf. Ja, das kannst du haben. Das war ein wunderbarer Tag. Ziehen wir los und machen wir es noch besser. Ich soll ja verarschen, ne? Dafür? Boah. Okay, was weiß ich. Gehen wir einfach da rein. Ja, ich nehme um 1.05 Uhr auf. Lasst mich. Ich weiß nicht, was auf den Gegner kommt, weil da steht unbekannt. Zeit nimmt es nur 10 Minuten. Das heißt, es kann nicht so schwer sein, oder? Und ja, kommen Sackgassen regnen und viel Geld. Das ganze Team ist unter Gedankenkontrolle. Das ist schon mal sehr doof. Und ja, versuchen wir mal. Wenn euch der Part übrigens gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr toll. Würde den Kanal weiterhelfen. Trunks haben wir immer noch nicht Kostüme. Die werden wir bestimmt durch die Zeit bekommen, die letzten Kostüme. Und ja, wir haben heute in diesen, an diesem Aufnahmetag schon viel erreicht. Ich tue ab Part 55 heute hier schon aufnehmen. Und ja, viele Trophäen abgeheimst und so. Welche eigentlich nebenbei gekommen sind, also ungeplant. Gegen wen kämpfen wir? Gegen Freezer, volle Power. Und ich habe einen guten Angriff, mit dem ich nicht zu nahe kommen muss und mit dem ich auch treffe. Das war den hier. Aber, oh Gott. Weil es ist wieder so ein Kampf, wo alle unter Gedankenkontrolle landen. Und so weit habe ich keine Lust. Deswegen mache ich das jetzt so einfach wie möglich. Setz den auf ein. Warum werde ich davon getroffen? Ich bin noch einen Kilometer weit entfernt. Ich bleib hinten und feuer von da. Aha, da kommt einmal näher. Hey, was ist das für ein Angriff? Hör auf damit. Bin schon gleich tot. Vor allem, warum bin ich tot? Hey, ich bin am weitesten entfernt von allen. Ja, halt den mal jemand anders auf. Ja, einer von euch muss auch schon. Boah, ihr seid, ihr habt's echt drauf. Was ist das? So, das war total ich. War's noch nicht, ne? War sowas von klar. Jetzt kommen alle hier noch, ne? Komm schon, Zell. 17. Nächstes Mal, wenn er aussieht, als würde er zum Angriff übergehen, gleich ab. Aber wir sind ja noch genug Leute, wir werden ja wohl hier überleben. Ich verstehe nicht, warum ich am meisten AP verloren habe. Und dann müssten doch irgendwie alle gleich AP oder so abgezogen bekommen, ne? どうなってるんだ。こんなやつがいるなんて。 Wie kann jemand so existieren, ne? Ich lebe einfach vor mir hin. Ja, da war zum Beispiel einfach, hätte ich doch schon jetzt diesen Krieger als Super Seele nehmen sollen. Ich habe hier von Piccolo eine genommen. Die ultimative Stärke. Ja, wie viele Gegner kommen hier? Ich meine, egal, solange ich auch nicht losgehen. Du bist aber böse, ne? Ich bin so ein Supporter halt, ne? Ich bin Supporter in der Gruppe. Ja, wie nennt man das? DPS. Damage per Second. Ich bin der Mage. I am the intelligent and cunning Mage. Ich habe die Gruppe von Red vs. Blue geguckt. And you are the stealthy archer. I don't have any arms. That's what makes you stealthy.
Ich war nur den eigentlich. Wo fang das Bällchen und Klatschstoß. Nein, das war total ich. Das ist mein Angriff in seinen Rücken gestorben. Man, ja, hat alle. Oh, er ist aber böse. Hey, Broly. Oh Gott, Broly, geh weg. Kennst du den Angriff? Wuff, 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 wuff. Oh, er ist bestimmt der Letzte, ne? Sieht so aus, jedenfalls. Er hat ganz schön viel Balken. Aber Broly ist ein großes Ziel. Der wird bestimmt oft getroffen. Hallo? Oh, du bist schon wieder so einer, der nicht physisch angegriffen werden kann. Das ist doch so was von herzlich. Medic, ich, ja. Pff. Komm, Medic. Der fängt wieder rein. Ich geh noch nicht da rein, seid ihr irre? Ich bin so gut wie tot. Oh Gott. Wenn immer Broly sollte mit 2 L geschrieben werden, das brauche ich. Naja, er ist Broly. 1 L ist irgendwie zu wenig, aber ich bin gleich tot. Ey, das ist auch kacke, so eine Fähigkeit. So eine Fähigkeit will ich auch haben. Ich will auch nicht von physischen Angriffen getroffen werden. Das ist auch voll geil. Und jetzt sind alle tot. So gut wie. Ich dachte, hier werden alle unter Gedankenkontrolle irgendwie. Oh, bitte. Gefangen, aber Gedankentrolle hat noch keiner gemacht. Geh weg von mir. Geh weg. Er hat nur diesen einen Angriff hier gemacht, aber das ist nicht wirklich Gedankenkontrolle. Ja, das sieht so eigentlich. Hi. Bin eigentlich auch ein Level. Level 80. Pff. Was du nicht sagst. Das klappt nicht, hört auf mit. Boah, seid ihr eigentlich vollkommen bescheuert. Soll ihr doch schon gemerkt haben, dass physische Angriffe gegen den nicht funktionieren, die Idioten. Oh Gott, wir sind sowas von tot. Wenn wir die treffen, war auch hier nichts, habe ich gesagt. Jetzt haben wir viel getroffen. Mein Gott, hat der jetzt viel AP abgekommen. Ah! Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn nämlich einmal kaputt haust. Okay, 2 sind down, das gefällt mir nicht. Ja. Wir sind alle tot. Ja, wir sind alle tot. Ich glaube, die es jetzt schaffen, uns hier wieder zu beleben. Das wäre jetzt voll der Dick-Move gewesen, wenn du neben mir gekommen wärst und den anderen wieder belebt hättest. Aber jetzt den hier direkt. Ich helfe dir auch. Ich puste ihn an. So. Hier steht gefälligst alle wieder auf, ey. Oh, gut. Ist sogar wiederbelebt dadurch. Ich power mich einfach nur neben ihn auf, voll herzlos. Mich war Elder Scrolls Online. Oder irgendwie so ein halb toter am Boden lag und ich einfach neben dem so ein bisschen Erz abgebaut habe erstmal. Also die Zeit ging ziemlich aus. Ich würde lieber gerne einen starken Gegner anstatt so viele starke, wenn es geht. Danke. Autsch. Was? Mal ein bisschen runter, danke. Mein Gott. Er ist wortwörtlich cooler. Danke. Oh Mann. Ah. Oh. So. Bitte kommen wir nicht zu nahe, danke. Buff. Sind die schwächer, wenn ich die so einsetze? Ich habe so das Gefühl, nämlich. Hallo. Ah. Warte mal, 2 sind tot. 2 ändern. Wir wollen doch leben. Oh Mann. Nicht Gordon, der hat eine Brille. Sieht awesome aus. So. Pff.
Ende müssen wir wahrscheinlich gegen Bills kämpfen, letzte Expertenmission, ne? Kann ich mir so vorstellen. Aber ihr seid auch irgendwie blöd, ne? Ihr müsst solche Angriffe einsetzen. Solche Angriffe sitzen. Oder solche. Fabulous. So, danke. Du. Ja, was war ich nicht Platz 1? Ich war Platz 1, gut. Das war Z ausgezeichnet und wir haben das bekommen, gut. Das heißt, ich muss die Mission nie wieder machen. Ich habe da Z erreicht, ich habe die Fähigkeit bekommen. Ich muss die nie wieder anfassen und das werde ich auch nicht. Ich habe gerade voll, weil sie nicht wie so eine Diva meinen Kopf geschüttelt. Ich werde den nicht anfassen. So die ganze Zeit durch hin und her gewackelt. Ja, was ist dieser Angriff? Ich kann mir vorstellen, der ist gut. Warte mal, ich sollte vielleicht mein Setup ein bisschen ändern. Je nachdem. Sackgassen Regen. Regen hört sich gut an. Ich bin gerade noch um, lass es Kiexplosion regnen. Sie haben große Flächen anzugreifen. Machen wir dabei. Super Stromschlag. Wo ist hier dieser eine? Regen der Wut. Den habe ich oft eingesetzt für solche Kämpfe. Weil damit kannst du sehr gut treffen. So, laut meiner Logik müsste jetzt eigentlich hier wieder irgendwo einer auftauchen, oder? Wenn nicht, dann ist natürlich doof. Da, ich sehe ihn schon. Aber wie viel Prozent hat mir das gegeben? 76, okay, 6% hat mir das gegeben. Okay, dann sind noch einige da. Ich muss noch mit irgendjemandem hier reden, nachdem ich 30 von diesen Dingern abgeschlossen habe. Also, ja. Glaube ich, dass es so viele gibt. Prozentmäßig nicht so hinkommen, glaube ich. Dann machen wir halt ein paar doppelt, wie die erste oder so, was weiß ich. Oder da, wo mir fehlen von uns so eine Fähigkeit, glaube ich. Ja, ist auch noch. Hallo. Gehen wir so eine Kommando. Ich gehöre zum Lord Freezer Spitzenoffizier. Na, du bist offenbar baff mit so einer coolen Pose, hast du nicht gerechnet. Lass mir jetzt, du scheinst ein paar schöne Muskeln zu haben. Okay. Soll ich völlig posen oder was? Ich muss ja immer noch hier bei diesen einen Typen nur eine Pose machen. Hey, nimm das doch mal ein bisschen ernst. Wenn du nicht überrascht tust, kann ich nicht ordentlich transformieren, was? Okay, überraschen. Was zum? Ah, okay. Tausch! Mua, dein Körper gehört zu mir, nie allein. Keine Sorge, ich tue nur so. Wir tauschen ja nicht wirklich die Körper. Überraschst du aber bestimmt. Okay. Mal gucken, was ich bei diesen Posen-Typen machen muss. Das ist ja auch noch, welche mal auch hier ist. Suche nur so. Ach, wenn ich auf den Arm nehmen, dann brauche ich noch nicht mal diese ganzen Fähigkeiten. Dann kann ich locker ihr Super Kamehameha und also mal drei nehmen. Super Stromschlag. Wohl, ich kann auch Dings hier reinnehmen. Wir wissen, was Sackgassen regnen macht. Jetzt wahrscheinlich mal kann ich ein, wenn ich das mache. So, werfen. Die Team TP erschöpft. Kommen Charaktere in anderen Dimensionen zählen nicht zum Team. Das könnte wohl ja so eine richtig nervige Fähigkeit, was? Ein richtiger nerviger Kampf sein. Irgendwie 1000-mal weggeschleudert werden. Aber was soll's. Ob ich solche Kämpfe mache, sollte ich vielleicht irgendwie so super sehen nehmen, die mein super Angriff und so erhöhen. Ich glaube, meine jetzige Kuckuck-Knall meine ich. Mein jetziger Knall tut das nämlich genau das Gegenteil machen. Ein bisschen doof ist, weil ich oft Dinge einsetze. Ja, ich muss mal, das hat mich schon von Anfang an verwundert. Trägst du eine Unterhose? Nee. Du bist doch ein Napper. Du bist doch wahrscheinlich der nackte Napper, ne? Du müsstest so eine Unterhose tragen. Nein, Idioten. Wir können ja nicht so treffen, ne? Da bist du. Und der hat vorhin eine komische Kameraposition verändert gerade. Los, besser. Ups, da. Kreis gerückt.
Ich schnipse den Burschen auf. Da wäre jemand, passt den an. Ja. Hey, ist das nicht der von Dings? 17 und C18, als sie Son Gohan getötet haben. No. Oh nein, jetzt kommen die. Ah nee, das Ding ist. Aua. Den Schnapp. Bringt halt überhaupt irgendwas. Super, Kame, Kame. Ah. Was kommt denn da zurück? Ah. Da wurde er durchbohrt von der riesigen Höllenspirale oder was? Ja, komm her. Willst du mich verarschen? Tut eine große Fläche abdecken. Ja, pff, ich sehe es, danke. Große Fläche, my ass. Direkt über ihn sein oder so. Ja, jetzt aber. Da ist noch der nächste. Erstmal gesehen, dass so ein Affe K.O. geht und hat irgendwie so eine Dings kommt. So eine bis schon. Komm mal her. Da kommt schon. Ja, dann auch nicht so viel. Dafür. Dum 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 dum. Mach mal jemand kaputt, bitte. So gut. Super, Kame, Hame. Kame, Hame. Jawohl, das ging schnell. Ich dachte immer gleichzeitig auf die Zeit, also ist gut, dass das so schnell geht. Baby, der krasseste aller Bäraffen. Haben schon egal, irgendein Teil mehr Schaden anrichtet. Ah, oh, nee. Ich konnte meinen Ausweichangriff einsetzen, aber ist gebracht. Babys werfen. Werfen schon richtig geil. Wenn ich auch ein Final baut schon. Wenn man Final baut. Kennt das noch jemand? War voller träge Spiel, aber bis zum Punkt hat das schon Spaß gemacht. Warte mal. Jetzt mal habe ich es kommen gesehen, ja. Ich lerne dazu. Wenn man Final baut, da war für PlayStation damals Spiel. Kennt das noch jemand? Er war voll träge und weiß ich nicht. Ich habe nie gewusst, wie man die ganzen Spezialangriffe macht oder wie man hier irgendwie, weiß ich nicht, gab es irgendwie so ganz komische Elemente im Spiel. Meist davon habe ich nicht gecheckt früher als Kind. War nicht früher so ein Competitive Kampfspieler hier. Ja. Street Fighter und all sowas. Da bin ich jetzt auch nicht, aber jetzt weiß ich, dass hier so, weiß ich nicht. Ein Viertelkreis oder was weiß ich, diese ganzen Kombis, die man so aus Kampfspielen kennt. Habe ich früher nicht gekannt, aber so hat man die gemacht auch. Also, den analogen Kreis ziehen und dann irgendeinen Knopf drücken und so. Das wusste ich früher nie. Wenn ich früher Street Fighter 2 oder so gespielt habe, habe ich einfach nur Button Mashing gemacht. So. Oh, oh. Am Nege muss man hier einen Hadoken oder irgendwie sowas macht. Und nur gedrückt und gehofft, dass irgendwas passiert. Jetzt weiß ich es, aber ich bin immer noch besser. So, oh Gott. Aber wir haben noch viel, viel Zeit. Jetzt verstehe ich auch, sag das. Ich habe meine Ultimate gemacht. Du kannst mir nicht einfach einen Schlag geben und mich da rausholen. Was hast du denn da gemacht, ey? Warte, ich bin euch fertig. Ich würde mich vielleicht in drei von Super Saiyan verwandeln, da ich mich sowieso nur so auflade. Also werde ich gleich machen. Oh, sehr gut. Der war gut abgetimt. Aber ja, ich weiß jetzt, dass man abwehren muss hier.
wenn du irgend so einen Dreck machst. So, puff. Super Saiyajin High. Dreifacher Super Saiyajin, meine ich. Verdammt, nochmal die deutschen Begriffe hier benutzen. Ich gehe. Was ist das? Buff. Fall hin. So, danke. Böse wird, glaube ich, nicht getroffen, während er aufsteht, ne? So. Duft. Schnell. Voll verzweifelt. Ja, Dreck. Ich bin einfach super sein. Ich krieg das hin. Ich krieg das nicht hin. Mein Key. Und wenn wir davon getroffen werden, sind wir weg. Bis bald. Da sind wir noch runter. Da kommt immer noch runter. Bis bald. Lass mich auf, danke. Ja, komm schon. Letzte Runde hoffentlich. Final Round. Fight! Du Sack! Warum tue ich das auch? Ah, hör auf damit! Wurf. Weiß nicht, ob das mehr oder weniger abzieht. Ist auch egal. Also, da könnte es gewesen sein. Nein, der kommt mit so einem Dreck. Er wäre auch schon zu schön gewesen. Ich nur mal andeuten, ich bin fast tot. Hab keinen Key, keine Ausdauer, glaube ich. Und alles ist scheiße. Mal, war doch klar, irgend so ein Mist kommt. Jetzt müssen wir gegen alle anderen werfen oder so kämpfen, ne? Oh, hi Freezer. Ist noch irgendjemand mit mir hier? Oh. Ich bin dreifach super da, also mal ich bin einfach super sein, wenn du das nicht gehört. Sehr gut. Erstmal lade ich mich auf, danke. Ich muss auch irgendwie leben. So, Ödne ist ausgezeichnet. Jetzt müssen wir die anderen wahrscheinlich erstmal befreien, weil die bestimmt 5 Jahre brauchen würden, um gegen ihren Gegner zu kämpfen und den zu besiegen. Oh Mann. Puff. Dun. Duff. Noch einer. Ja, ich glaube ja, ne? Oh Gott. Hi, geh weg. Und jetzt kommt das Riesen-Kamehameha. Da war er weg. Aber das war auch nicht schwer. Ja, die Quest vorhin war ein bisschen schwieriger. Chat ausgezeichnet. Und wir kriegen die Dinge auch noch. Als die Mission muss ich auch nie wieder machen. Obwohl die jetzt nicht so schwer war, hätte ich jetzt kein Problem gehabt. So, die nächste schaffe ich garantiert nicht in diesem Part. Ja, gucken wir mal, was uns erwarten würde. Spoiler Mountains. Sehe ich die, die sind immer in der Nähe irgendwie. Die kann man irgendwie sehen von der Nähe. So das Gefühl. Hey, da war der Olive. Der war auch im Kampf gerade. Oder mein ihr? Wieder Fragezeichen. Extreme Bossheit. Extreme Bossheit. Blauer Hurricane. Ist das nicht eine Attacke von Bata? Okay. Weil die irgendwie zu überpowered im ersten Teil, dass sie so irgendwie jetzt schwieriger gemacht haben zum Lernen oder wie. Ach ja, ich habe übrigens hier bei Capsule Corporation jetzt auch 100% bekommen. Da habe ich zwar schon 1000 Mal, glaube ich, hier gezeigt, irgendwie inoffiziell, aber ja, anscheinend musste ich dann mit ein paar Leuten noch reden. Dämlich. Und ja, eine Ahnung. Hat irgendwie die paar Prozente nur gegeben, die mir gefehlt haben. War irgendwie ein Glitch anscheinend. Normalerweise hätte man nur Song Vegeta bekämpfen müssen. Oder so.
Ich weiß gar nicht, was ich hier noch mache. Ich fliege jetzt ab hier so random durch die Gegend. Ich werde mit dem Posen hier schaffen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Hier bei denen, ja, muss ich mal langsam googeln. Ich weiß nämlich nicht weiter hier. Also Kesso, bla 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 bla. Das sind unsere Posen, aber ich will es wissen. Ja, damit schaffst du es noch nicht mal ein Teilkommando und schon gar nicht bei uns. Ganze Tag, ja, mit dir muss ich irgendeine Pose machen, oder? Stell dich an. Wir lernen die Pose unseres Anführers, wenn du high bist. Du bist der Anführer, ne? Du musst bei ihm irgendwas machen. Wir nehmen jetzt eine neue Welt, wenn du uns zeigst, möchtest du eine coole Pose zeigen. Muss ich dir irgendwie eine Pose geben, ne? Warte, wir gehen jetzt jede Pose hier durch. Bingo! Bingo! Nein, Ja, doof. War ein Kuss, aber war keine Pose. Wir gehen jetzt jede einzelne Pose durch. Also, wo ist das Heilmann? Grade ich verarschen, aber der große Saiyaman. Also, wie geht er doch für Nerven? Aha. Haben wir noch hier? Vielleicht so eine Jojo-Pose. Hm. Wenn ich das Ginyu-Sanok-Mano. Hm. Ey, der verarscht mich hier. Hör gerade auf, wir haben gar keine anderen Posen, ne? Wir möchten die von Guldo und so, glaube ich. Hm. Vielleicht lernen wir die ja so, ne? Ist jetzt ja jede einzelne Pose ein, wenn es sein muss. Ah! Endlich mal. Habe ich die schon mal gezeigt? Ja, ich bin jetzt auch Mitglied hier. Hier gibt mir anscheinend die Salsa-Pose. Bin ich verarschen, damit habe ich deinen Anführer ja beeindruckt. Wo ist jetzt die Kulastrupp Salsa? Mein Gott. Endlich haben wir die mal ja. Scheiße, dass es zu spät hab, als ich ein paar Parts damit angefangen. Die anderen geben mir wahrscheinlich die Dingens, ne? Macht doch Sinn, das sind drei Leute und die anderen sind vom Ginyu-Kommando oder was? Mein Gott. So, und was jetzt? Gehen wir auf Streif oder was? So, jetzt zeige ich eure Pose den anderen. Oh. Ja, das sind vier, ne? Ich bin sogar größenmäßig und zu passen, glaube ich. Ja. Dann soll ich die Pose von dem Dings zeigen, ne? Ja.
Macht auch irgendwie Sinn. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass wir die von dem Dino-Kommando nicht haben. Ne, ich soll diese Dings zeigen, ne? Okay. Er hat überhaupt keine Pose gemacht. Habe ich echt bei niemandem diese Pose eingesetzt? Also, wer ist hier Taido überhaupt? Ja, dieses Projekt für mich gefunden. Wo ist Taino denn? Er ist nicht da. Ist einfach nur arbeiten nicht. Ich kann einfach random irgendwelche Posen mal. Was soll das? Okay, keine Ahnung. Aber er hat auch nicht mal geschafft, ausgezeichnet. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die letzten Elite-Missionen, Expertenmissionen, Super Eliten-Expertenmissionen. Wenn die alle 6% noch geben, das heißt, 3 kommen noch. Also 18% fehlen noch, ne? 3 mal 6 ist noch 18, ne? Und ja, dann haben wir die Expertenmission auch bald alle geschafft, ausgezeichnet. Dann machen wir jetzt Zeiteier als allerletztes, würde ich sagen. Weil vielleicht ist die Story dann noch ein bisschen fortgesetzt. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.